Viertes neues Jahr, Junge. Ja, genau. Endlich klappt das mal, wenn auch nur für eine Halbzeit. Bitte was? Ja, meine Freundin hat ihr Geldbeutel vergessen. Die hat Konzert heute Abend. Haben wir noch 10 Minuten? Was? Haben wir noch 10 Minuten? Wir haben noch keine 10 Minuten. Stand der Dinge. Ja, das weiß ich, das denke ich mir. Also wir haben das letzte Spiel gewonnen auf jeden Fall. Das war das eine Spiel gewonnen. Wir haben letzte Woche in Örtingen, ich möchte nicht darüber sprechen. Nee, ich meine das letzte Heimspiel. Ja, ja. In einem Punkt. Ja. Ich verfolge das schon so ein bisschen im Internet. Tatsächlich. Ja. Check, check, Watergate, Test, 1, 2, 1, 2, 3. Jo, 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 der Popschutz hier ist weg, gell? Das ist wichtig, ich hab meinen mit Mühe wieder drauf gepopelt, der lag nämlich auch hier rum. Liegt der da irgendwo? Man weiß es nicht. Sehr viel Atemgeräusch. Ich versuche ein bisschen wegzudrehen und ein bisschen lauter zu sprechen. Sind wir schon, ne, wir sind noch nicht online, oder? Ich dächte doch. Ja? Ich sehe da jetzt nichts rumliegen. Nicht gemutet. Ne, sonst würden wir uns ja wahrscheinlich nicht hören. Aus dem Alter sind wir raus. Okay. Die gute Nachricht, 2 Kommentatoren, ich werde verrückt. So. Haben wir auch eine Aufstellung? Ist denn das unsere? Ja, deswegen habe ich hier die mitgebracht. Ach, das ist extra für mich? Darf ich das? Na, eigentlich ist die für mich, aber so. Du kannst sie auch gerne nehmen. Nee, du kannst sie nicht auswendig. Du ich habe mir die von den Gästen ohnehin hier aufgeschrieben. Ich möchte mal wissen, wer da ist. Verstehe. Das ist zum Beispiel die junge Nummer 10, die Frau Rakovic, als sichere Auswahl angekündigt worden. Völlig überraschend spielt sie natürlich, wer hätte es gedacht, mit einem Verband am Arm. Weil die hat irgendeine schwere Verletzung im Training gehabt. Ich dachte eigentlich, der Arm wäre mindestens ein Gips, wenn nicht abgenommen worden, aber geht wohl doch, ist wohl doch nicht so schlimm. Verstehe. Ja. Bei uns hingegen der übliche Ausfall ist da vorgefällt. So, komm her, Selfie muss. Ja, Selfie muss sein. Gott, sieht das wichtig aus mit den Headsets. Ja. Vor allen Dingen kann ich jetzt nicht erzählen, ich würde im Trikot kommentieren, was ich vorher immer gesagt habe. Ach so. Habe ich immer gemacht, heute habe ich es vergessen, von Dummheit. Soll ich einfach, soll ich montieren? Nur den Kopf. Nee, Quatsch. Zum Glück hört hier 7 Minuten vorher noch keiner zu. Eben. Sonst würden sie dich ja antworten und sagen, was sind das denn für Dummschwätze? Was ist das denn? Aha, der Holle. Die Stadtgartenhalle zu unserem Heimspiel. Gegen den amtierenden deutschen Meister, Grüner Stern Kelter. Grüner Stern Kelter, ich werde verrückt. Das Spiel hat noch nicht angefangen und schon lügt er. Besser als Roter Stern. Ja. Mit der Nummer 4, Kimberly Claire Louise. Die Nummer 7, Renata Kundakova. Die Nummer 10, Christine Rakovic. Christina. Mit der Nummer 14, Lynn Schüler. Die Nummer 15, Marina Markovic. Die Nummer 20, Marta Tuanga. Die Nummer 21, Mante Federavicjute. Die Nummer 23, Etim Kalu. Und die Nummer 42, Emma Stapp. Stappgartenhalle, seid ihr bereit für uns? Trainiert wird der Ruth Roddick von Christian Hahngröter und Juliane Höhne, falls das nicht erwähnt haben sollte, der Hallensprecher. Starting 5.
Rodriguez. Kannst du mir eins von deinen Gründels abdrücken? Deswegen habe ich gedacht, du sollst ja selber eins mitbringen, du Schuft. Ich hol dir nachher in der Pause ein neues. Ja. Ach, da werden sie doch nicht dran, wenn die Trainer. Sehr gut. Das Spiel leiten werden heute Christian Klaverfeld und Stefan Kudela. Begrüßen möchten wir noch unsere neuen Sponsoren von der Firma Fox Schott, die Frau Schott. Die Frau Schott, sehr schön. Wir begrüßen unseren Co-Kommentator. Wie macht den? Hallo. Da ist er ja. Kommt ab sofort jedes Spiel, hat er gesagt. Ich versuch's. Wie gehabt. Also ich versuch's schon die ganze Saison, aber es hat bisher noch nicht funktioniert. Richtig, ne? Ich versuch's die ganze Saison und ich vermisse es auch ganz, ganz ehrlich. Ich auch. Ja, du Lügner. Ich hab schon offene Bewerbungsgespräche angeregt. Ich brauche einen Co-Kommentator. Man muss doch mit irgendeinem dumm schwätzen können. Alleine dumm schwätzen ist halt doof. Ja, es ist immer schwierig, ich weiß. Soll ich dir was erzählen? Ist keiner da, dem ich was erzählen kann. Meine ganzen klugen Bonbons, die ich hier alle zurückhalte, die ganze Zeit. So, noch 3 Minuten 30, bis es losgeht. Ja. Wir sind ein bisschen verspätet. Wir sind was? Wir sind viel zu früh. Ich fange mal selten an, bevor die Spielerinnen auf dem Feld stehen. Ja, aber es ist 15:59. Ach so, das ist ein lächerliches Detail, das mich zum Glück nicht weiter kümmern muss. Also mich, also uns. Tangiert uns nur peripher. Ja. Also ich muss leider schon nach der ersten Halbzeit wieder verschwinden. Also musst du alle Bonbons raushauen, bevor... Alle. Das heißt, die Grußorgien kommen dann heute erst in der zweiten Halbzeit. Vielleicht. Pro Win ist jetzt auch mit am Start, sehe ich. Ja. Liebe Grüße an alle mir bekannten Pro Win Verkäuferinnen. Das ist jetzt schon wieder unlauterer Wettbewerb, was du hier machst. Wieso? Grüße nur ein paar alte Bekannte. Ja. Ich nutze meine On-Air-Zeit nie, um irgendwelche sinnlosen Grüße aufzudrücken. Also, wir müssen technisch noch mal kurz intervenieren. Ja, selbstverständlich. Wenn wir sonst nichts können, dann können wir das. Also, einmal beim Spielstand F5 drücken. Ja, Profi. Ach, da sind wir doch. Läuft. Check. Vielen Dank, Nadja. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagt, weil... Dein Lippenlesen ist schwer eingerostet. Genau, und fällt mir auch sehr schwer, auf ihre Lippen zu gucken. 2:10. Ja, lenk ruhig ab. Um die Zeit zu überbrücken... die jetzt eh noch keiner zuhört, kann ich erwähnen, dass, wenn mich mein Internet gerade eben nicht belogen hat, hat Levke Brodersen vor wenigen Minuten, vor einer halben Stunde, keine Ahnung, den englischen Pokal gewonnen mit ihren Westfield Hells, Sheffield Hatters, gegen die in der Liga ungeschlagenen Seven Oaks Suns mit 62-60. Zumindest habe ich das nach langer Recherche im Internet irgendwo gelesen. Ich hoffe, dass das stimmt. Glauben wir es einfach mal. Glückwunsch dann an Levke und Entschuldigung an alle anderen aus Föhr, die entweder in England weilen oder in Gedanken da noch sind. Was ist jetzt schon wieder am Jammern? Läuft bei uns, doch. Bei uns steht eigentlich alles. Rückkopplung des Todes. Rückkopplung. Also wir sind parallel hierzu noch ein paar technische Probleme am Klären. Und grüßen an dieser Stelle unseren lieben Holger, der jetzt die ganze Zeit am Rumnörgeln ist, dass der Spielstand nicht eingeblendet ist. Der Spielstand ist eingeblendet, du Lüger. Also. Auf dem rechten Monitor steht er drauf, auf dem grünen auch. Eigentlich alles da. Ja, die ersten Grußanträge gibt's schon. Die kommen vielleicht so in ein paar Minuten. Die Insel Föhr habe ich jetzt gerade schon abgewaschen. Die meisten, wie gesagt, sind in Gedanken in England. Ja, aber die schauen ja eh zu. Also die Leute, die ich grüßen soll, die wollen, glaube ich, nur einen Gruß haben und rauschen dann wieder ab. Ja. Und deswegen lassen wir sie noch ein bisschen zappeln. Die Grüße kommen dann so Ende der zweiten Verlängerung. Genau. Denn dieser Sport soll auch... ein Breitensport in Deutschland werden, was wir uns natürlich wünschen würden. Und besonders die Damen der Saloo Royals sind unser Vorzeigeobjekt sozusagen hier im Saarland. Und? Habe ich ja schon mal erwähnt, deutsche Meistertitel im Fußball, Volleyball, Handball und Basketball bei Herren und Damen im Saarland. 2 Stück, beide von den Royals. Es hat sonst noch kein Team in einer dieser Sportarten geschafft, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Kann man ruhig mal unauffällig in den Raum werfen. Genau.
Und besonders an die zuständigen Geldgeber nochmal ein kleiner Wink mit einem Zaun. Die bestimmt auch alle hier zuhören, vor allem kurz vor Spielbeginn. So, die Aufstellung der Gäste mit Marina Markovic, Jasmine Thomas, Emma Stach, Esin Kalou und Kimberly Pierre-Louis. Wenig Überraschungen dabei. Die Aufstellung der Einheimischen, das gleiche in Grün, wurde eben schon erwähnt, mit unseren drei Amerikanerinnen Ariel Hearn, Angela Rodriguez und Bonasa King Fitzgerald. Dazu Kimberly Pohlmann und Nani Illenberger. Ja, für mich nur wenige bekannte Namen noch die dabei. Die Kimi kennst du noch von vor vielen Jahren, vor die Helena und Illenberger natürlich auch. Nani noch von vor der Verletzung und Helena Eckerle. Ariel Hearn aus der zweiten Liga aus Braunschweig. Aber ich bin gespannt und ich freue mich. Und hier steigt vor allen Dingen die Temperatur jetzt schon. Ja, selbstverständlich. Mit zwei Leuten in der Kabine wird es noch schneller noch wärmer. Also du, den Auftrag für die Halbzeit, den kennst du, ne? Er ist flüssig und grünlich. Genau. Okay. Also Shake Hands. Vorgeplänkel ist nun zu Ende. Auf und auf. Das erste Heimspiel des Jahres gegen Wasserburg hat gut funktioniert. Das Spiel letzte Woche eher weniger. Oh, es wird wiederholt. So, erster Ball damit für die Gäste. So, erster Angriff der Gäste. Wird noch ein bisschen abgetastet. Wieder Markovic. Ja, es geht gut los. Direkt mal das erste Foul im ersten Angriff. Angela Rodriguez etwas zu heftig bei der Verteidigung gegen Marina Markovic, die damit an der Linie kann man so geben, das Scoring eröffnen kann. Erster Freiwurf. Sitzt. Swish, wie der Lateiner sagt. Und Nummer 2. Also gutes Omen. Die Royals haben letzte Woche auch angefangen in Nörting mit einem Dreier. Und das war's. So, und da haben wir schon den ersten Einwurf. Der bleibt tatsächlich bei den Royals. Oh, schön. Schön gesehen. Sehr schönes Give and Go. Hat zuerst anders angesetzt, sollte zuerst zurückgehen und sieht dann. Das hat mal schön funktioniert. Ja. Nach einem sehr anstrengenden Einwurf, der übers halbe Feld ging, aber der landet am Ende bei Kimi Pohlmann und schön durchgesteckt wieder auf Nani Illenberger. Genau. So kann es weitergehen. Jasmine Thomas auf Pierre-Louis, die auch schon seit 2 Minuten in der Zone steht. Vor allen Dingen war das ein sehr effizienter Angriff. Ja. Es hat nicht lange gedauert, es gab nicht viel hin und her. Also in den letzten beiden Spielen gab es 2 3-Sekunden-Pfiffe. Der eine gegen Helena Eckerle und dann letzte Woche einer noch gegen Illenberger. Ich hätte mich jetzt auch mal bei einem gegen Frau Pierre-Louis gefreut, die da auch sehr lange drin in der Zone geparkt hat, um dadurch dann natürlich den perfekten Position zu haben, zu treffen. Ja. Aber es wird halt selten gepfiffen. Also ich weiß, in meiner ersten Saison hier habe ich keinen einzigen Pfiff gesehen mit der 3-Sekunden-Regel. Ich habe in der Saison, glaube ich, auch noch keinen gesehen, bis dann in den letzten beiden Spielen jeweils einer kam. So, jetzt gibt es das Foul gegen Nani Illenberger, gegen Pierre-Louis. Die nur sehr schwer zu stoppen ist, wenn die unterm Korb mal loslegt. So, der Martin macht jeweils seinen nächsten Auftrag. Ja. Ah, sehr dunkel. Ja, geht halt nicht anders. Da muss er jetzt zufrieden sein. Mit Blitzlicht. So, Jasmine Thomas. Natürlich Jasmine Thomas. Habe ich eben hier Louis gesagt. Jasmine Thomas ist gefoult und wirft damit frei. Den ersten wirft sie daneben. Der zweite sitzt, 2-5. Und so, wieder so ein langer Einwurf. Sehr und schön. Und der kommt an. Ja, er und kommt sauber verwandelt. Nicht da an, wo er hin sollte, egal. Aber er kommt an. Er kommt da an, wo er ankommt. Jarrett, ein Assist für Emma Stach. Sehr schön. Also alles offen. 4-5, also praktisch haben wir sie im Sack. Markovic an der Dreierlinie, mehr oder weniger frei, drückt ab und der nächste lange Wurf. Ah, aber der war. Der kommt wieder irgendwie an. Also das ist zwar schön, wenn die ankommen, aber das kann so auf sich nicht weitergehen. Aber das liegt an der Defense der Gäste. Aber nicht sauber abgeräumt jetzt von Pierre-Louis. Ja. Hervorragender Block und perfekt sogar noch im Spielfeld behalten. Oh, und selber gefangen. Auch schön verwandelt jetzt. Esin Kalou setzt sich gut durch gegen Illenberger. Oh, gefährlicher Pass. Ja, da ist jetzt etwas zu aggressiv, Kalou. Kassiert das Foul. Einwurf. Salui. Aber die Kelterner verteidigen sehr aggressiv.
Und wir haben eine neue Anzeigetafel. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Fitzgerald. Ich muss mich doch hinstellen. Wieder ein langer Pass auf Angelo Rodriguez aus der Ecke. Fast für drei, aber ein Luftball. Landet bei Pierre Louis, da geht es ganz schnell. Jawohl. Also im Training habe ich solche Bewegungen auch schon öfter gesehen. So, aber jetzt der direkte Gegenangriff. Kommt mit Gegner auch immer gut. Und auf Freie für drei. Nächster Versuch. Ah, wieder weiter ein Airball. Weiter neben. Zweimal gleiche Position, Airball, direkter Gegenzug. Und ja, diesmal nicht ganz so schnell. Immer gut geblockt, verlegt den ersten, wird beim zweiten geblockt. Pierre Louis. Sauber. Dritten. Ilberger hat den Ball. Eieiei, Hektik. Große. Tja. Diesmal ist Kimi Pohmann aus der Ecke. Was ist denn los? Leute, es ist der dritte Airball in Serie aus der gleichen Ecke. Jetzt mach ich mir langsam Gedanken. Vielleicht doch mal eher auf die 2 gehen. Und zumindest da bis zum Ring treffen, das wäre schon schön. Ja, von hier aus hat man das immer, hat man immer gut reden. Ja, natürlich. Als ich früher noch erste Liga gespielt habe. So, mittlerweile steht es 4-11. Ist das Spiel schon entschieden? Nee, noch nicht, aber wir arbeiten dran. Nein, natürlich nicht. Aber diese glücklichen angekommenen Pässe vom Anfang scheinen eben genau das gewesen zu sein. Glücklich. Und Keltern. Nächster Dreierversuch. Und der ist dann der drin. Sitzt. Na, also. Nach drei Airballs gibt es jetzt den Dreier ohne Gegenwehr. 7-11. Drei Airballs, ein Treffer. Das wäre doch auch eine schöne Regel, oder? Ich will nicht so viele Airballs haben. Ja, bei einer Trefferquote 25%, das wäre doch sehr überschaubar. Ja, das stimmt. Wir sind Galou. Legt nochmal ab auf Markovic. Die verschafft ein bisschen Platz und zieht ab und zwisch. 7-13. Das sieht alles sehr safe aus, sehr sicher. Beim deutschen Meister. Ja, da waren sie beim Pokalspiel nicht so gut drauf. Angelo Rodriguez sieht durch. Wollte irgendwie ablegen auf Pohlmann, aber der Ball landete unten am Brett. Wie ungünstig. Ja. Und die Defense funktioniert Kalou. Bei den Royals noch überhaupt nicht. Kalou aus der Ecke, die haut das Ding einfach mal blind rein. Der nächste lange Pass, der kommt nicht wirklich an, weil er zu hoch war. Ist das eine Taktik mit diesen langen Bällen? Ja, so kann man es auch nennen, Taktik. Ist irgendwie kommt sehr häufig vor, ist nicht immer so von Erfolg beschienen. Wie man sieht. Helmi Tulun und kommt für Ilmberger und Markovic kriegt eine Pause. Und dafür kommt die krankgeschriebene Frau Rakovic. Hat wohl im Training irgendeinen Zusammenstoß gehabt, irgendwas am Ellenbogen. Aber mit einer Manschette, was es ist, scheint es zu gehen. Pierre-Louis, sehr schön vorbei an King Fitzgerald. So, es gibt wieder einen Pfiff, Auszeit. Timeout. 7-17, keine 5 Minuten gespielt, zweistelliger Rückstand. Ja, glaube, suboptimal. Diese Auszeit war bitter nötig, schon ein bisschen früher. Weiß noch, 2-2. Ja. Ja, damals. Also, da muss jetzt was passieren. Da muss es einen kleinen Taktikwechsel geben, die langen Bälle. Man müsste vielleicht mal eine grüne raus und noch eine gelbe reinbringen. 6-4, sieht bestimmt besser aus. Ach du und deine Häme, Mensch. Das sind alles nur Taktikvorschläge, die ich schon in den letzten Wochen mit meinem Co-Kommentator kommentiert hätte, wenn ich einen hätte. Wenn ich einen hätte. Ja, aber ich habe jetzt einen bis Saisonende. Wann ist das nächste Heimspiel? In lächerlichen 2 Wochen. In lächerlichen 2 Wochen. Schau mal in meinen Kalender. Selbstverständlich. 10.2. Ich weiß, am 9.2. gibt es einen harten Tag. Da bin ich auf mehreren Geburtstagen. Ja, ich habe am 10.2. Geburtstag. Also ich nicht, mein Bruder Geburtstag. Ah, okay. Aber am 10.2. steht ansonsten nichts. Also am 10.2. gegen Chemnitz wieder am Start. Und zwar das komplette Spiel. Martin genau. Haar ausgezeichnet. Sie hören es hier als Erste. Weißt du die Uhrzeit zufällig? Ich glaube wieder 16 Uhr. 16 Uhr ist eine bescheuerte Zeit. Egal. Eine seltsame Zeit. Und in welcher Farbe wird es markiert? Natürlich in Gelb. In Royals Gelb. Wunderbar. Beim Auswärtsspiel in Royals Schwarz. Nächste Woche in Marburg. Bist du auch am Start. So.
Louis Deutsch schon wieder seinen Einwurf über 15 Meter an. Nein, diesmal die kurze Variante. Rodriguez treibt den Ball nach vorne. Gerade schön gespielt auf Kimi Pohlmann. Alles richtig gemacht. Und die trifft nur den äußeren Ring. Ich glaube, Salva zumindest den Ring getroffen. Ja. Das ist schon mal eine Steigerung gegenüber der Versuchung von vorhin. Ja, im Prinzip alles richtig gemacht, gut freigespielt. Toulon hätte schon schießen können, aber Pohlmann stand auch noch ein bisschen freier. Aber irgendwie die Distanzwürfe bisher also noch überschaubar. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Wege sehr direkt sind, dass es geradeaus geht, dass nicht viel hin und her geht. Jetzt hat man Pierre-Louis freigelassen an der Dreierlinie. Und der ist im Aus. Die ist da noch einen Schritt reingegangen, aber okay, da war Pech. Der Wurf war eigentlich schon drin und hat sich doch wieder rausgedreht. Ich halte es für gefährliche Spielerin einfach mal so, oh, lass die mal frei stehen. In der Mittellinie ist sie drüber. King Fitzgerald gegen Pierre-Louis. Shot Clock bei 10. Und Helmi Toulon für 3. Schade, aber Jasmine Thomas angelt sich hier drüber den zweiten Stock. Kimi Pohlmann hat Schmerz an der Hand. Pierre-Louis dreht sich. Schön hat wieder, aus der Drehung geworfen. Wieder Pech mit dem Wurf. Das war wirklich Rebound landet bei den Royals. Nur Pech. Kimi Pohlmann im Aufbau. Das ist halt ein gefühlter Schrittfehler, aber nicht gepfiffen. Ein gefühlter Schrittfehler? Ja, ich glaube, so bei der Landung, das waren ein paar Schritte, aber es wurde dann als das? Landung. Ja, ich fühle. Sehen tue ich sowas nicht. Angela Rodriguez legt ab auf Hörn. Ja, fehlt Ball noch im Spiel. Jetzt muss schnell geschossen werden. Jawohl, schön. Mit Ablauf der Schießuhr reingehauen. 9-17. Also seit der Auszeit 2-0. Wir haben sie. Und sofort macht sich eine Kellnerin bereit. Thomas. Die Nummer 7. Renata Putlakova bereitet sich auf ihren Einsatz vor. Ebenso wie Helena Eckerle. Emma Stach. Schöner Rebound. Wieder riskanter Pass. Der kommt an und er trifft. 11-17. Damit kann man ja fast wieder leben. Riskanter, aber sehr guter Pass. Ja. Wenn er ankommt, ist er natürlich brillant. Ja, klar. Aber auch wieder direkt, auch wieder gerade Wege, schnell. Kalou tankt sich durch. Das gibt's doch gar nicht. Also jetzt hat Keltern aber extrem viel Pech beim Wurf. Und die Rebound-Rate bei den Royals ist... Ja. Eryl Hearn schießt den Dreier rein, hätte ich jetzt gedacht. Passabel. Und man macht auch einen Mix aus den Dreierversuchen. Man versucht nicht auf Teufel komm raus. Und jetzt wieder Achtung mit der Shot Clock noch 5 Sekunden. Wir sprachen davon. Immerhin. Souverän den eigenen Rebound geholt. Ja. Zieht nach vorne. Und sitzt. Der ist drin. Das ist das dritte Scoring in Folge für die Royals. Die Auszeit von Hergenhulder. Wow. Weil das 6-0 nach der letzten Auszeit, das kann natürlich nicht gefallen. Aber da hatte, also Keltern von, glaube ich, von den 4 Würfen, die sie hatten, sind mindestens 3 durch den Ring hin und her und wieder rausgeflogen. Also da war auch viel Pech dabei. Aber das können sie gerne noch ein bisschen öfter haben. Ja. Ja. Also wir müssen ja nicht unparteiisch sein. Nein, sind wir nicht. Ich war immer unparteiisch, aber jetzt habe ich einen Co-Kommentator, der hat gesagt, ich brauche das nicht mehr. Nein. Jetzt können wir das was auch, machen. Leute. Das ist aber auch unser Zeichen für die Grüße nach Keltern. Liebe Grüße an die Fans nach Keltern, die das jetzt, die wohl zumeist dieses Spiel an Livestream verfolgen. Ich weiß nicht, verfolgen. Ob die Kollegen da hinten, ob das Keltern da sind oder ob das nur so Leute sind, die in den Blocks sitzen. Weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ob Keltern da mitgekommen sind. Kann es ehrlich nicht sagen. Ja, aber ich grüße schon mal den Patrick Unger, weil der wird sich das Spiel wahrscheinlich auch anschauen, weil wir spielen nächste Woche in Marburg. Und ich grüße die Katharina, die jetzt ihren Antrag bewilligt bekommt. Achso. Ich dachte, du redest von irgendwelchen anderen Anträgen. Nee. Wollte dir auch schon gratulieren? Nee, dafür ist sie noch ein bisschen zu jung. Gut. Volleyballerin? Ihres Zeichens. So weit, so gut? Quatsch, Handballerin. Sekunde, ich wäre ja fast dasselbe. Musst du jetzt nochmal nachschauen, was er eigentlich macht. So, es geht weiter. 13-17, die Royals führen mit -4. Ja. Und wir sind mal gespannt, was sich jetzt die Gäste einfallen lassen. Also Renata Putlakova ist in jedem Fall im Spiel. Ein Two-Possession-Game. Wir sind Kalou. Würde man im Football sagen. Ja, und Kristina Rakovic tankt sich durch und ich dachte gerade, sie zieht jetzt irgendein Foul. Ich habe es nicht gesehen, aber der Schiri erkennt auch Schrittfehler. Das beruhigt mich ein bisschen und wieder so ein Wurf. Und der kommt schon wieder an. Das ist ja unglaublich. Das kann doch keine unfassbar. Taktik sein. Das ist klasse. Wow, bis auf 2 Punkte ran. Ja, das ist. Kann es sein, dass du das Spiel gegen Freiburg nicht gesehen hast, als wir mit einer ähnlichen Taktik aber sowas von untergegangen sind?
Eieieiei. Vielleicht ist das genau die Taktik, dass ja. man denkt, das machen die doch im Leben nie mehr wieder. Das können die nicht nochmal probieren. Also das waren jetzt einige lange Einwürfe. Ich meine, es ist schön, dass die ankommen. Fast immer ist eine grüne Hand dran. Ja, ja, und ja. Die sind jetzt alle angekommen. Jetzt kommt Marta Tudanka ins Spiel für Emma Stach. Damit verabschiede ich mich von Thomas Brüning, der jetzt abschaltet, weil Keltern ohne Deutsche spielt. Nein, war ein Scherz. Herr Thomas hört uns ständig zu. Ist einer unserer größten Fans. Was ist eigentlich mit Gina Kruse los? Die hat wenig Zeit fürs Training und okay. deswegen ist sie leider Schade. Nicht dabei. Und Isin Kalou, sie kam, sie sah, sie schießt. Rebound immer bei Saloui. Trifft auch nicht und wieder lange Pass auf Helmi Tuulonen. Und es funktioniert die für die Dreier. Die zieht direkt ab. Nee, es war eben kein Dreier. Ein Dreier wäre vielleicht reingegangen. War sie drauf? Da stand sie mit beiden Füßen über der Linie okay. und da weiß man nie genau, wie weit man werfen muss. Die Dreier kennen die oder halt einen Meter drin. Aber okay. diese Halblinien sind immer die schwierigsten Würfe. So. Novakovic hat den Ball, steht, fängt, dreht sich und aber nach langer Zeit wieder ein Treffer für die Gäste. Aber auch bei diesem Versuch hat man gesehen, sie sieht, es ist keine Anspielstation frei, also mache ich es einfach selber. Ja. Wenn du nicht weißt, wo mit dem Ball, machst du ihn in den Korb. Oh, Helene Eckerle. Jetzt da klassisch. Das Foul. Foul zuerst. Freiwurf. Frau Putlakova foult und zwei Schuss für Helene Eckerle. Unsere, falls es nicht erwähnt haben sollte, Europameisterin. Beim nächsten Heimspiel bringen auch die Gäste wieder eine Europameisterin mit, aber derzeit ist es die einzige. So, was machen jetzt die Kollegen da vorne auf der Kälte an der Bank mit Frau Thomas? Wird die irgendwie behandelt? Ja, sie sieht irgendwie ein bisschen ja. geschafft aus. Freiwurf 1 sitzt. Der erste sitzt. Minus 3, schön. Ja, da hat sie irgendwas abgekriegt. Es wäre mir nicht aufgefallen, nee. Muss ich jetzt zugeben. Ich sehe es nur, in der Kamera sieht man es natürlich auch nicht. Der zweite daneben, Rebound bei Marina Markovic. Und da die Geldgeber für die Liga noch nicht genug Geld geben, dass wir die Zeitlupe sehen könnten. Nein. Was sehr schade ist. Ja. Die sind hallo. So, jetzt sitzt die Defense. Ja, der Pass so geplant, da war ich hier. Marta Tudanka erwischt die Kugel noch. Aber die arbeitet so jetzt, aber da steht Kalou, sie völlig frei und der sitzt. Kalou völlig frei und wenn man die komplett frei lässt, dafür sind die leider zu gut. 16-22, Rückstand verdoppelt. Aber immer noch im Bereich des Möglichen. Das ist alles andere als deutlich bisher. Die Frage ist, wie wird es hinten raus? Wenn es an die Kondition geht. Ariel Hörn verweigert den Dreier. Für King Fitzgerald für drei. Ist frei und sie trifft. Wo kommt der kurz denn her? Vor Ablauf der Shotclock. Da musst du selber lachen. Also sie ist eigentlich auch keine für die Dreier, aber nehmen wir gerne mit. Ja. Und jetzt sind es nur noch mit. 3 Punkte Rückstand. Ja. Ein One-Score-Game. Marta Tudanka. So, was da hat er wieder ein Foul gepfiffen. 34? 23? Angela Rodriguez, zweites Foul. War abseits des Balles, haben wir nicht gesehen. Nicht gut. So, Frau Rakovic ist draußen. Dafür kam Pierre-Louis wieder rein, glaube ich. Aber Pierre-Louis ist drin. Ja, da wird Putlakova frei geblockt und versenkt den Wurf. Sind es wieder 5. Ja, wenn wir keine langen Einwürfe haben, dann versuchen wir die kurzen. Und wenn wir zu sehr gedeckt werden, geht die Zeit rum. 5 Sekunden, keine Anspielstation gefunden. Ja. Und dann damit Einwurf für die Gäste an der Grundlinie. Das ist nicht schön. Nee. Das haben wir nämlich gerade eben schon mal gehabt und das hat zu 2 Schnellpunkten geführt. Im Moment merke ich, dass diese langen Einwürfe vielleicht doch nicht so schlecht sind. Okay. Und Markovic komplett frei. Da stiehlt sie sich frei. Die ist ja nur wirklich nicht so klein. Ja, und das gleiche in grün. Und der Einwurf mit Mühe bleibt in den gelben Trikots. Immer noch gefährlich hinten. So, jetzt sind wir über die Mittellinie. Gott sei Dank. Und da ja, geht es nicht schnell genug. Das hat ja, da hat sie den Dreier jetzt mal verweigert. Der Eckerle gegen Tudanka zieht das Foul. Jo. End der, one. War das nicht in der Bewegung? Glaube ich nicht mehr so ganz. Mann, Schiri, sei nicht so pingelig. Noch 3 Schritte gegangen zwischen eindeutig in der Bewegung. Ist ja fast schon gesprungen. Der Alex würde nie einen Sarkasmus vortäuschen. Niemals. Ich täusche höchstens Fachwissen vor. Das kann ich nur vortäuschen. Der Wurf von Nani Illenberger leider klar zu kurz. Bevor ich sagen kann, der Riemer bei Keltern sind die schon wieder vorne und am Korb. Kalou. 6 Sekunden in diesem Viertel.
Jetzt muss der Wurf kommen. Jetzt musst du was machen. Oh. Und der kommt. Und er kommt rechtzeitig. Der daneben. Rebound landet aber im Endeffekt bei... Das Viertel ist aus. Viertel ist aus, ja. Ja, das war nicht die Shotclock. Puh, 1926, jetzt trotzdem 7 Punkte. Ja, jetzt werde ich schon ausgelacht, weil ich Volleyball gesagt habe. Siehst du? Und womit? Ja. Mit Recht. Mit Recht, ja. Mit Recht. Aber die Grüße gehen die Pals, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ne? Du weißt, dass ich ein Pelzer bin mittlerweile, ne? Mittlerweile? Ja, ja. Ein Wahlpelzer. Sozusagen, ja. So, hier, meld dich mal. Wir suchen Freiwillige. Nadja winkt schon ab. Ja, die muss Kamera machen. In der Halbzeit, 2 Minuten Halbzeitpause, bitte zu mir herunterkommen. Und jetzt brauchen wir noch jemanden aus von der Gegenseite. Freiwillige vor. Nicht alle auf einmal. Oh nein, nur bitte nicht. Also 19 zu 26, 7 Punkte. Das ist jetzt wieder mehr, als wir da gedacht haben am Ende des Viertels. Weil wir kamen ja auf 2 ran. Die letzten Treffer landeten halt nur auf der falschen Seite. Auf der für uns falschen. Ich muss natürlich sagen, beim Pokalspiel haben wir zwar auch schön geführt und relativ lange mitgehalten, da haben wir aber auch sehr davon profitiert, dass Kimberley Pierre-Louis relativ früh ihre Fouls eingesammelt hat und wenig Spielzeit hatte. Im Moment gibt es solche Probleme noch keine und es gibt keine Musik. Davon abgesehen, das ist jetzt das geringere Übel. Ja. Es gibt wenig zu trinken, das ist viel üblerer. Hast du jetzt schon die zweite... Wir sind gleich im zweiten Viertel, natürlich. Soll ich dir jetzt schon eine holen gehen? Nein. Ich bin tapfer, ich halte das aus. Hätte ich das von Anfang an der Viertelpause gewusst, hätte ich die Nadja geschickt. Ja, ein rightfully so. So, und gleich geht's weiter. Einschwören nochmal. Ein Rückstand ist es, aber es ist kein besonders großer. Es ist ein machbarer Rückstand, aber es geht und auch gegen den amtierenden. Wer hat den Ball? Wer hat den Ball? Wir haben den Ball. Das sind schon mal die ersten 4 Punkte. Ja. Dreier mit Foul. Ja. 2 mit Foul. 3 Punkte Spiel frei auf daneben. Tipp in. Irgend sowas. Weiter geht's. Zweites Viertel. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Hätte in der Ecke beim Einwurf. Auf die 10 aus dem Taschenlager. Kimi Pohlmann von der Bank gestikuliert heftig und Ariel Hörn zieht durch, legt dann noch ab. Das aber auch. Aber King Fitzgerald wird wieder sauber weggeblockt von Pierre-Louis von hinten. Ast rein. Das ist jetzt der zweite Monsterblock von der jungen Dame. Hätte sich mal ein paar Fouls, wäre es für uns einfacher. Ja, schön beim Pokalspiel eingeworfen. Haben wir wohl etwas über Natur gespielt. Der Block. Das war jetzt ja von Markovic der Block. Pierre-Louis springt hoch, sucht seine Anspielerzone, findet Renata Pudler. Aber Rebounds wieder. Die Rebounds funktionieren heute bei Saint-Louis einwandfrei. Riskantes Anspiel. Ilberger hat den Ball. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er weg. Kimberley Pierre-Louis stürzt sich auch auf die Kugel. Sprungball für Keltern. Da hat sie ihn gefangen und auf einmal hat sich der Ball verabschiedet. So, es gibt jetzt irgendwas. Wechsel. Irgendwas war doch jetzt? Ja, Wechsel. Bei den Gästen. Jasmine Thomas ist wieder im Spiel. Weiß nicht, was sie eben hatte. Naja, aber für Isin Kalu. Vielleicht. Einfach ein bisschen weiter Behandlung des Beins, das bandagiert ist. Neuer Aufbau. Kelter macht es da ein bisschen klassischer. Jasmine Thomas aus und es gibt Entfernung. Viele nicht Dreier drin, Versuche. Aber der Rebound angelt sich. Keltern in einer Gemeinschaftsarbeit. Ja, das war ein sehr erarbeiteter. Putzakor mit dem nächsten Dreier aus der Ecke. Rebound, der ist bei Saint-Louis und jetzt der Gegenangriff. Hören. Jetzt mal ein bisschen klassischer mit Aufbau. Spiel. Imberger. Rodriguez. Und D-Rod. Findet jetzt die Anspielstation. Und da gibt es das nächste Foul. Was war das? Der Schrittfehler. Blankes Entsetzen bei... Ich glaube, Marta Tudanga müsste das Foul kriegen. Das wäre dann ihr zweites. Jetzt noch nicht so tragisch. Sie ist sich keiner Schuld bewusst und geht raus zusammen mit. Ist noch früh im zweiten Viertel. Frau Pudlakova immer stark kehrt zurück und der Traum jedes Kommentators Manta Kvedarveciute.
Man erkennt diesen weißen Strich, der ihren Namen darstellt auf dem Trikot. Federer Viciute. Was ist sie für eine Landsfrau? Genau wie Piciute, wie der Name andeutet, Litauer. Litauer. Das ist die einzige Nation, die man immer am Nachnamen erkennt. Wird aber wahrscheinlich auch anders ausgesprochen, oder? Federer Viciute, soweit ich weiß. Marina Markovic, der Ball rotiert schon sehr schön am Ende sehr der Freiwurf für Federer Viciute, aber der war dankenswerterweise nicht drin. Und der Rebound wieder bei Salui. Ariel Hörn zieht. Gibt ab auf Illenberger. Oh. Das war entweder Foul oder Schrittfehler. Foul. Und gegen leider keinen One mehr, weil das war doch schon in der Bewegung, oder? Keine Ahnung. Also auch Jasmine Thomas hätte gerne den Schrittfehler gesehen. Marina Markovic kriegt das Foul, ihr erstes. Und zwei Schuss. Ja, die Foulbilanz. Zwei Schuss. Es wäre dann entwann geworden, weil sie kriegt zwei Schuss, gleich Wurfbewegung. Ja. Schade. Nani Illenberger in der Linie. Was hat denn King Fitzgerald da mit ihrer Hose gemacht gerade? Das Auge guckt mit. Ne? Der erste Sitz, das ist schön. Hier ist warm. Ja, uns ist warm. Ja, wenn sie die Hose so aufzieht. Ja. Wenn sie wüssten, wie wir hier aussehen. Dann würde sie das nicht tun. Ja. So, der zweite Reiter daneben. Und langer Pass, aber die Offense der Gäste hat sich nicht formiert. Deswegen muss es nochmal zurückgehen. Emma Stach. Stach. Auf Thomas für. Oh, für drei dachte ich, dann legt sie nochmal ab auf Schön. Der hat natürlich die bessere Wurf. Ist der einfachere Wurf, aber die hat selber fast nicht mitgerechnet. Ich war völlig fest davon überzeugt, dass sie jetzt abdrückt. Sehr schöner Pass, schönes Anspiel. Jetzt sind es wieder 8 Punkte. Jetzt müssen die Royals wieder aufpassen. Und wer ist für Salou im Spiel? Serafina Sommer-Kofo. Kann man ruhig mal wählen. Ist mir leider gerade auch entgangen. So, jetzt für zwei. Aus dem Schade, ein bisschen zu kurz. Rebound bei Pierre-Louis. Oh, schneller Gegenstoß. Oh, und sie kriegt ihn noch. Den kriegt sie tatsächlich noch kontrolliert. Quedere Viciote. War jetzt, nicht einfach. Geht's wieder schnell zurück. Kennen Eckerle für drei? Nein. Aber Ariel Hörn für drei aus der Ecke. Jawohl. Ja, das musste jetzt passieren. Es waren 10 Punkte. Ja, 20-30 war es in der Zwischenzeit schon. Ups, wie ging das denn so schnell? Und jetzt muss die Defense ein paar Mal arbeiten. Und den so Dreier nimmt sie nicht. Macht einen Meter, geht sie in die Zone rein und trifft dann den sicheren Sprunghof. Von da hat sie eben schon mal getroffen. 9 Punkte. Auch der Pass kommt an, aber der war so, glaube ich, nicht geplant. Auf den Rücken von Jasmine Thomas. Also es ist irgendwie ein Mithalten, aber es ist noch kein richtiges Gegenankommen. Es ist ein Hinterherlaufen. Ja. Mithalten war bei 2-2 das letzte Mal. Einwurf Grundlinie. Naja, wir waren ja auch schon mal. Den Ball zurück. Wir waren ja auch schon mal 2 Punkte ran. Ja. 3 Punkte, 3 Scorings in Folge. Also es gab schon andere Phasen. Aber der hat sehr Thomas. Sie, also das dürfte jetzt eigentlich keine Frage geben. Sie hat ja eindeutig gepasst zur Mitspielerin. Foul gegen Serafina, die geht jetzt auch direkt raus. Kimi Pohlmann. Nutze die Gelegenheit und grüße natürlich alle Polmänner, die uns zuhören. Polmänner und Polfrauen. Polmänner und Frauen. Alle Bekannte und Verwandte und Freunde von Nani Illenberger. Bei Helen Eckerle gehe ich von aus, dass sie in der Halle sind. Wenn nicht, seid gegrüßt. Und alle Asuamas sind alle Kofos aus dem Ruhrgebiet. Wurf von rechts. Thomas, aber souveräner Rebound von Pierre-Louis. Ja, wie willst du dich stoppen? Rebound, aber da kommt der Pfiff. Na, ich krieg sie nicht gestoppt. Da kann man nur hoffen, dass sie nicht trifft, aber sie hat getroffen und kriegt jetzt noch einen Bonusfreiwurf. Das war das erste Foul von King Fitzgerald. So, wir sind jetzt wieder bei minus 11 und ein Freiwurf noch für Pierre-Louis. Und so wie die drauf ist, glaube ich, verwandelt sie den auch. Ich hätte es nicht besser sagen können. Tor, minus 12, 23-35. Wieder der lange Pass, und der kommt riskant. Ja, nein, der kommt dieses Mal nicht an. Feder Viciute passt auf und sichert sich die Kugel. Und irgendwann geht das halt nicht mehr gut. Dann geht es ja erstmal schnell, aber dann bricht Keltern ab. Thomas. Alle Zeit. Oh, will jetzt Rakovic das Foul haben, weil sie einen Stoß in den Rücken bekommen haben will. Holen wir über die Linie. Eckerle. Den kriegt sie nicht kontrolliert. Pass zu hoch, kann King Fitzgerald nicht fangen. Emma Stach. Auf Jasmine Thomas. Die ist relativ frei. Ja, hat aber schon der zweite. 20 cm Platz gehabt, das reicht. Oder so kann man es auch machen.
Hände in der Eckhalle. Ja, findet links auf die 3, aber der ist zu weit rechts. Und da ist nur eine grüne in der Nähe, wo der Ball hinkam. Keine gelbe mehr. Feder Viziute legt ab auf Rakovic. Jetzt. Nah am Schrittfehler, aber ist der Dreier probiert von immer stark. Dreier, aber bisschen zu lang. Rebound bei Rui. Bonasa. 5 Minuten 20 noch in diesem Kimi Quarter. Aus der Ecke wirft nicht. Sucht und findet Nadi Ullberger, aber da sind irgendwie nur Grüne da, um sie rum. Ich wollte gerade sagen, unten ist da ist überhaupt kein Blumentopf zu gewinnen. Nein. Die blocken so toll. Also Pierre-Louis und, wer war es noch, Rakovic, da ist nicht viel zu machen. Pierre-Louis in der Verteidigung heute wieder sehr, sehr unüberwindig. Oh, und ich glaube, das Spiel ist schon entschieden. Lynn Schüler macht sich bereit für ihren ersten Einsatz. Da, Rakovic klaut den Ball. Was? Ein nachlässiger Pass. Jetzt das Offensivfall. Da hat sie jetzt allerdings auch zu früh. Da wollte sie mit dem Kopf durch die Wand. King 40 Jahre steht. Rakovic begeht das Offensivfall. Jetzt wird übelst gewechselt. Es gibt eine Auszeit. Timeout bei den Gästen. Gibt eine Auszeit. Ja, war ein bisschen chaotisch jetzt. Ja. Aber ungünstig chaotisch für uns, weil minus 12. Ja. Das ist gegen so ein Team nicht einfach aufzuholen. Nadja hätte auch gerne einen Schluck, aber ich habe versucht zu... Ich habe bei ihm schon geklaut. Aber du kommst gleich mit ganz viel hoch, weil sie muss ja auch noch arbeiten. Kannst ihm auch noch was mitbringen. Hol da schon mal eine Kiste mit. Sie wollte eigentlich auch mit aufs Konzert, aber sie ist mit dem eigenen Auto da. Von daher ging das noch. Tja. Aber du jetzt das Headset mitnimmst und dann über Watts irgendwas, kannst du bestimmt gleich genau. Weiter kommentieren. Das wäre schön. Während des Konzerts besonders. Ja Gott, so lange spielen wir jetzt auch nicht. Wann fängt das Konzert an? Da sind wir schon lange durch. Ja bitte. Da spielen wir die dritte Verlängerung. Die mache ich dann noch vielleicht alleine. Vielleicht kriege ich ja noch in der ersten Halbzeit das erste Viertel mit. Mal gucken, wie lange es jetzt noch dauert. So, jetzt sind die Trommler gefragt. Hier die Stimmung in der Stadtgartenhalle. Die Gesichter, wenn ich mich so umschaue, sind anders als fröhlich und nicht gerade kämpferisch, aber jetzt brauchen sie die Fans. Kimi Pohlmann wieder drin. Also Lynn Schüler, das ist damit das Urteil über das Spiel bereits gefallen. Lynn Schüler und Marina Markovic und Esin Kalou und Mantek Vedaviciute und Kimberly Pellui für die Gäste. Kochen alle nur mit Wasser. Schön durchgezogen. Fisaloi, Christina Gästin jetzt im Spiel. Und Eril Hörn zieht einmal durch. Und schon sind es nur noch 10. Hast du diesen Run gesehen? Würde ich mir gerne noch 2-3 Mal angucken. Ja. Markovic. Kalou relativ frei. Ich glaube, der hat auch schon 3er geschossen. Da war ich jetzt gerade nicht. Defense hält bis jetzt. Jetzt muss der Wurf kommen. Der kommt auch. Und der ist aber unsicher. Und der Rebound wieder bei den Royals. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt die Zeit, Wiederholung von eben. Und das fällt doch rein. Schade. Ja. Hätte ich jetzt gerne als N1 gesehen. Ja. Das Foul gegen den Schüler. Ja, so viel zum Thema. Ne? Jetzt ist sie drin und schon macht sie den Foul. Nein. Macht die arme junge Dame nicht fertig. Nee, ich mach sie nicht fertig, um Gottes Willen. Bin froh über jede Minute, die ich spielen darf. Der erste sitzt. Einstellig. Ja. Also gefühlt sind wir schon in der Verlängerung. Einmal tief durchatmen. Freiwurf Nummer 2 sitzt genauso. Berührt den Ring noch nicht mal. Wir sind Kalou im Aufbau. Wieder Viziute, zieht. Da hätte sie vielleicht den Dreier besser gewagt. Entweder noch irgendein Abspiel, weil der Wurf war von Den Einwurf habe ich jetzt anders gesehen. Ein Glück, bist du kein Schiedsrichter? Ja. Ich hätte auch nichts gesagt. So, Christina Gästin im Aufbau. Dafür haben wir sie zwar nicht verpflichtet, aber macht sie gar nicht so schlecht. Sie macht halt jetzt mal, ne? Ariel Hörn. Von Esin Kalou zugedeckt. Dann Herrn wird auch immer stärker, habe ich das Gefühl, so als Einzelspielerin. Helmi Tuulonen, schwerer Wurf.
leider komplett daneben. Pierre-Louis fängt den Ball und treibt ihn nach vorne und ja, macht es halt alleine. Ja, der fällt halt rein. Da fällt aber auch ganz, eine ganze Portion Glück mit rein. Hätten wir auch gerne gehabt. Aber sehr, sehr flache Flugkurve. Oh! Da so. Hat offensichtlich Kalou den Ball ins Aus befördert, sonst gäbe es ja keinen Angriff für Geld. Aber schön. Schön ins Kampfgericht. Das haben die auch mal so verdient, oder? Jetzt, wo du nicht mehr da bist. So, und zum zweiten Mal in der Partie ging es die Royals nicht fertig, innerhalb von 5 Sekunden den Ball ins Spiel zu bringen. Das ist nicht schön. Das freut den Trainer der Gäste natürlich, aber nicht uns. Das sind auch Fehler, die eigentlich nicht passieren sollten. Ja, das sollte nicht passieren. Aber da geht man hin, wenn man jetzt dann wild das Ding irgendwo einwirft und direkt den Gegner in die Hände, die dann am besten noch einen Gegenstoß laufen, ist auch nicht der Sinn der Übung. Nee. Dann schon fast lieber so. Also an der eigenen Grundlinie ist es schlecht. Apropos schlecht, Isin Kalou zieht mal eben wie ein heißes Butter durch die Messer, heißes Messer durch die Butter, Sie wissen schon. Ja. Ein Messer durch die heiße Butter. Irgendwas. Ja. So, Tulonen auf Pohlmann. Und die zieht ab für 3. Alternativ passt sie weiter. So, hören. Findet jetzt keinen, dann schießt er selber, trifft nicht. Rebound landet bei Marina Markovic. War auch noch einen guten Meter weiter weg von der Dreier. Ja, gut, von der Sorte hat sie schon einige getroffen diese Saison. Also Hörner und Riegel, sie können die Dreier auch aus 9 Metern. Markovic legt ab auf Schüler aus der Ecke und zwisch. Sauber. Sache, die Frau kann auch spielen. Die muss man nicht immer draußen lassen. Da bricht nicht alles zusammen, nur weil die mal im Spielfeld ist. Müsste öfter spielen. Hab mich geärgert, dass die Pokalspiel mitgefahren ist und sich ein Spiel angucken konnte und keine Sekunde am Spielfeld war. Ariel Hörn. Ja, macht's alleine. Schade. Wirft ein bisschen zu kurz. Rebound bei Kalou. So, jetzt stehen hier 2 Grüne alleine, aber sie kriegen den Ball schnell genug nach vorne. Aber dann macht's. Aber ja. Quilaravizioda halt. Jetzt trennt sich die Spreu ein wenig vom Weizen. Ja, es sind mittlerweile schon 17. Das sah mal weniger schlecht aus. King Fitzgerald mit ihrem nächsten Dreier mit Brett wollte sie den werfen oder hatten zumindest geworfen. Rebound landet im Endeffekt im Aus. Einwurf für die Gäste. Nani Ilberger kommt zurück für Amy Tulonen und Pierre-Louis kriegt eine Pause. Christina Arkovic ist wieder im Spiel. Wer kam rein bei uns? Nani Ilberger. Ah. Tulonen nur rausgehen gesehen. So, Quedaviziode hätte den Dreier nehmen können, zieht dann aber lieber ein bisschen weiter in. Trifft sie auch besser, macht dann auch mehr Sinn, ne? Ja, die Defense der Royals ist jetzt ein bisschen starr, ein bisschen unbeweglich. Wir sind schon bei 46 Punkten, ist noch eine Minute zu spielen, das ist nicht gut. Nee. Man findet keine Anspielstation. Nochmal zurück, es läuft alles über sie, das ist zu unflexibel. So, und da ist der Ball wieder weg und schnell geht. Das war auch schon wieder knallhart am unsportlichen Foul vorbei. Schiri lässt weiterlaufen und Kalou trifft den nächsten. Damit sind wir bei 48. Ich glaube, die knacken die 50 noch in der Halbzeit, wenn es so weitergeht. 30 Sekunden noch in dieser Halbzeit. Ja, Ilberger kommt tut nicht sich durch. Schwer. Da wird nochmal reingeplotzt. Und nimmt jetzt noch den Dreier. Ja gut, was sollte auch für noch viel machen? Rebound bei... Ja, den kann sie ausspielen. Markovic. Ja, die können jetzt ausspielen. Mal gucken, ob sie jetzt die 50 noch voll machen. Ergebnis Kalou. Kosmetik. Markovic zieht. Spielt jetzt den Gegner Ball in den Fuß, aber 0,7 Sekunden vor dem Ende. Da sollte jetzt bitte nicht mehr viel passieren. Theoretisch könnten die Royals sogar noch faulen. Ich erwähne es nur. Wenn sie nicht machen, werden lieber noch einen Wurf kassieren, aber sie könnten theoretisch noch faulen. Markovic fängt, swish, trifft nicht. Also die 50 souverän verhindert, aber 27-48, ich sag mal allzu hoch, werden wir das nicht mehr gewinnen. Nee, das wird auch keine heiße Kiste mehr, glaube ich. Also eigentlich hätte sich Kelten ja bei uns bedanken müssen, weil wir vor 2 Wochen Wasserburg geschlagen haben. Und was machen sie stattdessen? Verprügeln uns. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, das tut uns auch weh. Wir haben auch Gefühle. Ich bin ja Optimist und vielleicht, wenn die das können, können wir das eigentlich auch. Selbstverständlich, also... Oder?
auf den Korb ganz viele Punkte machen, dann müssen wir das ja auch hinkriegen. Genau. Alles andere als eine Verlängerung würde mich überraschen. Und wir verabschieden uns jetzt, 15 Minuten Pause, und dann hören wir und sehen uns gleich wieder in Halbzeit Nummer 2. Wir hören Sie als erstes, wir hören uns wieder. Genau.
Hallo zurück. Noch 50 Sekunden, bis es wieder losgeht in der zweiten Halbzeit. Alles neu macht der Januar. Nicht nur haben wir erstmals mehr als einen Kommentator, sondern wir haben erstmals ein Halbzeitscouting. Genau. Ist das verrückt? Das ist der Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. I can't believe it. Und was zeigt uns dieses Halbzeitscouting? Erschreckende Zahlen. Du bist der Statistikexperte. Ja, Kimberly Pierre-Louis, die im Pokalspiel viel Zeit auf der Bank verbrachte, weil sie relativ schnell früh Fouls sammelte, hat diesmal ein solches Problem nicht und vernichtet uns fast im Alleingang. 15 Punkte, 9 Rebounds, beides natürlich die absoluten Top-Werte. Und diesen komischen Effektivitätswert hat Kimberly Pierre-Louis alleine 22 und die Saloreuils zusammen 18. Also den Unterschied, sie ist nicht der Einzige, aber sie ist, glaube ich, der Hauptfaktor im Moment. Ja, auch Yasin Kalou mit 11 Punkten gut dabei und überhaupt haben bis auf Marta Tudanko und Emma Stach alle Spiele. Die anderen 8 Spielerinnen alle schon gepunktet bei den Gästen. Und wenn wir die Effektivität der beiden Teams vergleichen, ist der Unterschied noch größer natürlich. Ja, ich möchte nicht drüber sprechen. 18:57, das will keiner im Detail auseinanderklamüsern. Erheben. Na gut, also es gilt, den Gegner unter 100 zu halten. Jetzt jedes Viertel mit 10 Punkten zu gewinnen und damit am Ende mit plus 1 dastehen. Genau, also wie schwer kann das denn sein? Das reicht doch vollkommen aus. Ich sehe gerade, dass der erste Ball an Kellner geht. Uiuiui, das macht es nochmal schwerer. Man muss minimalistisch denken. Ja. Kleine Schritte. Erstmal unter 20 kommt, man sind bei 27, 48 ja doch deutlich hinten. Aber dafür brauchen wir erstmal das Angriffsrecht. Kam, sah und traf. Wir sprachen gerade davon. Da haben wir die 50. Ja. Ja, Prost, ne? Ja, Prost. Auf dass es besser wird. Vielleicht sollten wir ja übergehen, kein alkoholfreies Bier mehr zu trinken. Möglicherweise. Dann tut es nicht so weh. Aber der fällt rein. Der Beginn der Aufholjagd. Ja. Und dann machen wir halt mal die 30 voll. Freiwurf daneben. Tipp in mit Foul. Freiwurf daneben. Tipp in. Und das jetzt 10, 12, 15 Mal in Serie. Und dann haben wir sie. Ja, aber ich glaube, da fällt Kelter nicht ganz so rein. Weiß man nicht genau. Kimi Pur macht jetzt den Tipp in. Ach. Ah, schade. Er war in die Richtung, aber Kimi hat ihn in die falsche Richtung bewegt. Schade. Das wäre es gewesen. Also, 29,50. Jetzt warte ich darauf, dass Pierre-Louis auch noch anfängt, Dreier zu schießen. Wieder auf Emma Stach. Pierre-Louis unter Korb, aber direkt 3 Gelbe um sie rum. Kein Problem, sie findet ja nur ihre Mitspielerin Markovic. Dann hat sie ein bisschen Pech. Der Ball war knapp zwei. Das Rebound-Glück nicht mehr so. Schöner Rebound von Jasmine Thomas. Und Yasin Kalou den Floater mit Foul. Echt? Ja. Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Du nicht, aber der Schiedsrichter. Was hast denn du gesehen? Ein Foul. Ich habe gesehen, dass der Schiri den Arm gehoben hat und gepfiffen, also war es eindeutig ein Foul. 5 Euro in die Klugscheißerkasse. Also wenn wir so anfangen, Kollege, dann brauche ich mehr Geld. 2 Schuss für. Sag nur, du kriegst Geld hierfür. Ja, ich trinke es gerade. Flüssiges Geld. Der Lärm in der Halle bringt sie nicht aus dem Konzept. Die Frau stand vor ein paar Monaten, glaube ich, noch im WM-Viertelfinale. Die sollte sich hier von den 3 Trommeln nicht aus der Ruhe bringen lassen. Beide sicher verwandelt. Wie eine Maschine. Die erste Minute ist vorbei und schon haben wir 4 Punkte kassiert. Kein Problem, wir haben ja auch schon 2 gemacht. Genau. Also wenn es wirklich so läuft wie die erste Halbzeit, die machen 2, wir machen 2 und dann legen die los, das wäre nicht schön. Schneller Gegenstoß, Thomas den Wurf ist zu kurz. Leider ganz anders. Rebound aber, und der lange Pass da und haben der Dunking. Das war das probate Mittel auch am Anfang. Also warum nicht nochmal? Bree stoppt den Ball und damit haben wir zumindest fürs Viertel den Ausgleich. Kimo de Pelui gegen King Fitzgerald, viel Spaß dabei. Emma Stach, 3 für 3. Sehr frei. Und damit ist auch Emma Stach auf dem Scoring Sheet. Damit fehlt nur noch Marta Tudanka. Hier Pollmann. Gegen Stach. Setzt sich durch. Auch schön an. Schön. Markelt vorbei, aber dann halt hinten zu kurz. Ja, das war schon kein Riemann, das war schon fast ein Steep von Markelt. jetzt lassen sie das Bällchen aber schön rotieren. Assist von Thomas auf Pierre-Louis. Ja. Das sieht ja auch schon schön aus, ne? Muss man ja nochmal zugeben. Wenn die mal loslegen, dann sind sie halt doch eine Klasse besser als wir.
Deswegen spielt hier der deutsche Meister, auch wenn sie zurzeit nur Vierte sind in der Tabelle. Und wir sind halt doch nur ungefähr Elfte. Ja, Nani Ilberger direkt unterm Korb. Ist der Korbgänger nicht so einfach. Emma Stark wieder für drei. Und Zwisch, jetzt hat sie den Dreh gefunden. Ein von links, ein von rechts. Schreit das nach der 30-Punkte-Führung für die Gäste. 29 sind sie im Moment. Ja. Das ist hart. Ja. Ich befürchte langsam, dass wir vielleicht tatsächlich der Umstände doch verlieren werden. Schönes Anspiel von Ilberger auf Erlöhr. Das sah schön aus. Das war immer schön. Auch ein schöne Punkte zählen 20. Da liegen wir aber immer noch hinten. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich alles andere als motivierend jetzt, auch besonders für die Defense. Jetzt, ich hab's geahnt, Gary fängt an, schießt die Dreier. Den hat er zum Glück nicht getroffen. Und wieder langer Ball, der ankommt. Rodriguez auf gegen zwei Spielstationen, drei. Ilberger jetzt. Ist die Kugel weg. Das ist schade. Bedrängt. Da hat sie eigentlich beide Hände dran. Emma Stach legt ab, kriegt den Ball wieder zurück. Und damit steht Emma Stach, die bisher bei 0 stand, vor der Halbzeit jetzt, glaube ich, bei 8. So. Auf der Bank macht sich fertig. Helena Eckert und Helmi Kohlone. Kimi Pohlmann. Pohlmann macht ein gutes Spiel. Isin Kalu schlägt Errol Hörn den Ball aus der Hand und will noch einen Einwurf haben. So, Helena Eckert für Kimi Pohlmann, Helmi Kohlone für Nani Ilberger. Also wenn es so läuft, schaffe ich die zweite Halbzeit locker. Ja. Wenig Unterbrechungen jetzt? Ja, es gibt auch jetzt wenig Grund, das Spiel mit Freiwurf, Orgien und Auszeiten zu verlängern. Aber mal schauen. Ich habe gestern mir auch ein Spiel angeguckt, da stand es kurz vor Feierabend, glaube ich, minus 24. Und dann dachte der Gästetrainer, da nehme ich ja noch eine Auszeit. Kluger Schachzug. Warum auch immer. Helmi Tulonen zieht gegen ganz Keltern. Das ist nicht so einfach. Sie und ist der Ball zwar, ist dann auch weg. Sie ist zwar mächtig und groß, aber so groß nun auch wieder. Kalu mit einem von diesen Unglückswürfen, wo man genau auf der Dreilinie draufsteht. Rebound. Ja, und Pierre-Louis und Markovic haken nach beim Ballvortrag von Kinkvitschern. Da ist der Ball schon wieder weg. Pierre-Louis hat was vorgenommen. Die erinnert sich wahrscheinlich noch ans Pokalspiel. Uiuiui. 31 Punkte jetzt der Vorsprung der Gäste. Und allein 52 Punkte allein von Kimberly Pierre-Louis, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber gefühlt schon. Gefühlt. Gefühlt hat die allein so viel wie Salouy. So, jetzt kommt Serafine Asamakofo für Errol Hörn. Jetzt wird das Spiel schneller. Und ich frage mich, warum sitzt eigentlich Wim Schüler so lange auf der Bank? Was so, war jetzt? Das hat wieder keiner gesehen. Ein brutales Foul von, ich habe nichts mitgekriegt, wer war's? Die 23. Oder auch, das ist, Sie wissen schon, Isin Kalu hat gefoult. Können wir uns dann irgendwann mal später auf dem Band nochmal angucken. Es war ihr zweites Foul. Ich weiß nicht, was es war. Abseits des Balles. Eine Grundlinie. Genau. Und das können Sie nachschauen auf der Seite der deutschen. Wir haben ja schon über 30 Rückstand, sehe ich gerade. Ja, jetzt inzwischen 31. haben wir 31, ja. Wie schon erwähnt, aber du hörst mir ja nie zu. Nein. Bis ich wohnt ja einem zuzuhören. Natürlich höre ich dir nie zu, du bist ja auch nie da. Ja. King Fitzgerald stoppt den Ball durch die Häuser. Ein schöner Dank. Und schon sind es nur noch 29. Der Rede wert. Jasmine Thomas dreht in der Zwischenzeit. Ganz frei, da stehen, alle, vor ein. Da stehen alle frei an der Dreierlinie. Markovic frei für drei. Fünf Schuss, Minuten noch. 35, 67. Serafina zieht, aber leider der Wurf ein bisschen zu kurz. Ja. Markovic wieder frei für drei. Defense völlig unsortiert. Emma Stach holt unbedrängt den Rebound. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen Resignation, oder? Ein bisschen, aber nur. Schade, aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, das Ding ist... Ja, man rechnet sich gegen den deutschen Meister jetzt von vornherein nicht so wahnsinnig viel aus, aber das ist so eine deutliche Sache wird, hätte ein bisschen enger sein können. Und jetzt bei minus 30, ja, dass die jetzt drum kämpfen, als ging es gerade in der Meisterschaft, ist jetzt auch nicht mehr zu erwarten. Gut, andererseits ist halt die Frage, wie in einer doch noch nicht ganz so späten Phase des Spiels, dann den Kopf schon hängen zu lassen, ist natürlich auch
irgendwie das falsche Signal. Ja. Angelo Rodriguez wehrt sich nochmal kurz, trifft schön. Aber Verletzungen sollen natürlich jetzt auch keine mehr passieren. Markovic zieht und trifft nicht. Rebound landet bei King Fitzgerald. Jetzt wünscht man sich die langen Einwürfe der Royals wieder zurück, die wundersamerweise alle ankamen. Schöner langer Pass auf King Fitzgerald. Auch gefährlich, wird aber abgepfiffen. Das Foul gegen Pudlakova. War es Pudlakova? Zweites Foul von Renata Pudlakova. Zweites Foul Nummer 7, so, Kimberly bekommt eine kleine Pause. Das ist für uns mal ein bisschen durchatmen, aber auch nicht so richtig. Rakovic kommt rein. Ja, ist ein sehr hohes Tempo. Wenig langsame Aufbauspiele, ganz viel direkte Angriffe. Viel ran und ran dabei. Ja. Ilberger kommt für King Fitzgerald. Das ist, glaube ich, die erste Pause für sie. Also die hat die erste Hälfte durchgespielt. Das habe ich jetzt hier messerscharf erkennen können. 1-0 für die Royals. Guter Einwurf. Oh, schön. Auf Ilberger. Ah, leider daneben. Ja, Ilberger überhaupt noch nicht so richtig drin. Kann den Rebound sichern. Was das Scoring betrifft. Sehr unsicher. Auch im, also generell auch im Fangen der Bälle. Kontrolle, Ballkontrolle läuft nicht optimal. Jetzt für 3. Rodriguez für 3, trifft nicht, aber den Rebound erobern. Helena Eckert und Helmut Tuulonen. In Teamarbeit. Aber die Deckung der Gäste ist doch schön sehr aggressiv. Ilberger von Ilberger steht fast auf der Grundlinie damit hin am Brett. Macht es nicht einfacher, aber zum Glück wirft Kelter sich den Ball selber ins Aus. So, der Angriff dauert jetzt gefühlt auch schon 2 Minuten vor den Royals. Wäre mal schön, wenn sie irgendwas treffen würden. 14 Sekunden auf der Shot Clock. Ja. Ball Rebound und. Ah, schön. Rodriguez zieht. Schwerer Wurf und ohne Berührung daneben. War da noch ein Kälteren dran, deswegen, das wird den Airball erklären und die Tatsache, dass Thomas hinterhergesprungen ist. Ball bleibt aber bei Keltern, jetzt gibt es aber das Foul gegen Helena, vermute ich mal. So, Wechsel. Marte Dudanka, das ist die eine, die noch keine Punkte hat, kommt für Thomas und Kalu kommt für Stach. Und Lynn Schüler. Jo, hat die besten Plätze und muss keinen Eintritt zahlen. Sie wird jetzt geschont. Ja, klar, das Spiel ist noch nicht entschieden, es sind erst 30. Aber jetzt vielleicht bei 32, nach dem Treffer von Pudlakova. Ekele. Schöner, schönes Anspiel auf Tuulonen. Ah, die hat Pech. Es will. Aber Rebound bei Ilberger und der ist drin. Ja, aber Ilberger will es heute nicht gelingen. Sie hat den. Ach doch, da ist doch gerade gelungen. Mehrzahlpunkte kann sie da nicht rausholen. Ja, gar nicht, aber so generell. Hat ein bisschen Pech an der Flosse kleben. Ja, und jetzt aber der Sieg. So soll es mal sein. Lange Pudlakova und die kommt da zurück. Ja. Und haut einmal drauf, trifft zwar nicht, aber die Schiedsrichter guckt natürlich den Schiri, da kann man schon mal was machen. Ja. Weil der hat ja einfach nur mal so blind draufgehauen. Naja gut, egal, der Korbleger war drin. Die Aufholjagd läuft, nur noch 28. Rakovic aus der Mitteldistanz. Trifft nicht. Keltern ist nervös, hat mit Glück den Rebound. Also ich gehe von der Verlängerung aus. Kalu zieht zum Korb. Ja, trifft auch nicht. Rebound bei Radovic. Wo ist er jetzt der Ball? Okay, also jetzt läuft zwar Serafine damit weg, aber es gibt einen Sprungball und damit Einwurf für Saloy. Ne, für Saloy. Ja, der Pfeil da Mitte, Sie sehen schon. Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt fällt es mal wieder auf, ne? Das war jetzt ein bisschen übersichtlich, wer da den Rebound hatte. Natürlich ein Ballgewinn für Serafine, also auch so. Also wenn man sieht, wie Keltner da verteidigt, dann meint man, es stünde 41-43 und nicht 41-69. Ah, Pech. Schade. Schöner Wurf von Helmut Tuulonen, aber der wollte nicht rein. Oh, schöner Pass jetzt hier auf Pudlakova. Und Helena Eckerle fault. Oh, oh, Pierre-Louis ist wieder da. Oh, jetzt kann es wieder böse werden.
sind 28 Punkte Vorsprung. So, jetzt gibt es das Foul. Vor dem Einwurf. Wer hat es jetzt bekommen? Die 10. Wer ist die 10? Rakovic. Hat dann irgendwie so gedrückt. Auch das ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, aber es war wohl so. So, King Fitzgerald kommt zurück für Nani. Den Schüler schaut weiter interessiert zu. Lass doch den Schüler spielen. Für 3. Ah, schade. So, ja, Kimberly Pellui kann den Riemann nicht festhalten, weil sie gefoult wird. Das zweite Foul von King Fitzgerald. Zweites Foul Nummer 34. Zählt das an das Rebound? Nein. Zählt, glaube ich, nur als Foul. Schöner Pass auf Pierre-Louis. Und die lässt sich nicht lange bitten. Und damit sind wir wieder bei 30. Dieses Quarter ist nahe seinem Ende. So, zwei Schüsse, Serafine Asamakovo. Oh Gott, den Schüler kommt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Für die letzten 40,6 Sekunden im dritten Viertel. Und hoffentlich die nächsten 10 Minuten kommt den Schüler aufs Feld. Zwei Schuss für Serafina. Erste sicher drin. Sehr gut. Schön. Wieder sicher verwandelt. Lindschüler gegen Asamakovo, da kann sogar aufposen, ist sogar größer als die Gegenspielerin. Was will sie mehr? Putlakova. Und jetzt sammelt Bree aber die Fouls. Ihr drittes, das zweite in 13 Sekunden netto. Oder? Ja, egal. Vielleicht ein bisschen mehr. Zwei Schuss für Putlakova. Beide Teams ja schon längst in Freiteam-Fouls. Erster sitzt. Der zweite auch. Ah, da ist er wieder. Der lange Einwurf. Diesmal direkt abgefangen von Pierre-Louis. Da hatte man mit gerechnet. Ja, so 20 bisschen. Sekunden, die letzten in diesem Viertel laufen. Ja, ausspielen könnte sie eigentlich nicht. Aber sie nehmen aber ganz auch, viel Zeit von der Uhr. Relativ egal. Kudlakova auf Tudanka. Die hatte noch keine Punkte. Rebound bei den Royals. Und jetzt ganz schnell Serafina schießt. Ganz schnell. Und, au! Aber nochmal Foul und nochmal zwei Schuss. Und da ärgert sie sich. Dass er nicht drin war? Ja. Das mag sein. Zwei Freiwürfe. Klopft auf den Boden mit ihrer Faust. Muss ich die einen Punkt Alini verdienen? So, die Zeit ist abgelaufen, das heißt, die anderen sind schon. Gehen schon auf die Bank. Das ist ein bisschen Mobbing, oder? Jetzt steht sie ja, ganz alleine. Das ist ein bisschen gemein. Die Schiri sind auch noch weg und erhalten sich. Das ist schon ein bisschen gemein. Die Serafine ist ja noch so ein klein. Bitte ein bisschen Rücksicht. Komm, jetzt stell dich wenigstens einer dahin, damit es so aussieht, als wäre es noch im Spiel. Oh, ist ja schon fast eine Schiri aus, was sie da machen. Komm, ich muss weg. Ja, mach hinne. Du musst wissen, ob wir noch unter 30 kommen. Wir arbeiten dran. Also Serafina arbeitet dran. Yes. So, und da stehen noch die Mitspielerinnen. Oh Leute, ehrlich jetzt. 18 Sekunden auf der Uhr. Ja gut, dann. Das muss man zwischen dem ersten und dem zweiten Freiwurf. Das kann man nicht vorher machen in den 10 Minuten, die der Pause waren. Ne? Kinder, ich kann so nicht arbeiten. Da je, würde man in Merzig sagen. Mach hin, wir essen zeitig. Das Handballspielen Platz 3 fängt bestimmt auch gleich an. Ich wollte noch vor dem Super Bowl fertig werden, der ist nächste Woche. Sind wir jetzt doch schon in der Quarterpause?
Nee. Hä? Also das ist jetzt wieder völlig unnötig, was da passiert. Was machen sie denn jetzt? Was soll das? Muss man das zwischen dem ersten und dem zweiten Freiwurf machen, ehrlich? In einer Phase, als das Spiel jetzt nicht direkt auf der Kippe steht. Die muss ich doch gleich nochmal, die beiden Mannschaften werfen sich gleich nochmal ein, bevor das hier weitergeht. Ei. Also wenn sie den trifft, dann Hut ab. Ja, Hut ab. Freiwerfen, kann sie richtig gut. So. Aber wieso haben wir jetzt... Achso, das war nur die Shot Clock, okay. Ja. Okay. Also, er hat die Nerven behalten, das hat sie sehr gut gemacht, ja. Serafina. Wir müssen die positiven Aspekte dieses Spiels deutlich hervorheben. Es ist noch immer keiner verletzt. Das ist auch gut, ja. Es ist noch kein Meteor auf die Halle gefallen. Und es ist in der Halle immer noch schön warm. Und ja, vor allen Dingen hier. Vor allen Dingen hier. Ach Gott, ist das hier warm. Der positivste Aspekt, endlich hören Sie mal, zwei Dummschwätzer, nicht ein Dummschwätzer, ist das nicht schön? Und, jetzt läuft auch die Pausenuhr. Jetzt läuft die Pausenuhr, ja. In 13 Minuten muss ich abhauen. Das reicht noch bis 2 Minuten vor Ende. Ungefähr. Jede Stimme zählt, genau. Jede Stimme zählt. Auch hier im, aber du bist ja da. Es ist nicht mehr einfach, hier noch einen auf Spannung zu machen. Die gute Nachricht, Nin Schüler steht am Feld. Ist da jemand Fan? Ich bin immer Fan von deutschen Spielern. Und ärgere mich immer, wenn Spielerinnen auch bei bereits entschiedenen Spielen noch ewig auf der Bank schmoren. Dass natürlich hier die Garbage Time in der Partie ungefähr 30 Minuten dauert, das ist halt nochmal so, ne? Dafür ist halt dann doch der Klassenunterschied zwischen deutschen Meistern und Tabellenletzten etwas groß. Und vor allen Dingen will scheinbar Keltern nach dem Pokalspiel, das sehr, sehr mühselig war, haben sie vielleicht doch noch eine Rechnung offen, als hätten sie die nicht schon damals in der Bundesliga beglichen, eine Woche später, als sie uns in der Speiterlinghalle zerlegt haben. Wo müssen wir hinkommen, wenn wir nicht absteigen wollen? Ein Platz nach vorne. Einer nur? Einer nach vorne. Das schaffen wir doch, oder? Das will ich doch schwer hoffen. Dafür ist das nächste Heimspiel abartig wichtig. So, Schüler an der Seitenlinie. Also wir haben ja drei der ersten vier Heimspiele des Jahres gegen drei der ersten vier Teams der Tabelle. Das macht es nicht einfacher. Umso wichtiger der Sieg gegen Wasserburg vor zwei Wochen. Heute kommt nichts mehr rum. Nächste Woche in Marburg ist auch nicht direkt mit dem Sieg zu rechnen, aber probieren wir es trotzdem. Und dann kommt das Spiel gegen Chemnitz und das wird exorbitant wichtig. Und da gibt es das vierte Foul für King Fitzgerald. Da stand sie leider hinter der Gegenspielerin, die den Ball hatte. Und das ist dann halt... Wenn du gegen Wasserburg gewinnen kannst, kannst du gegen jeden gewinnen. Ja, theoretisch kannst du auch gegen Keltern gewinnen, aber heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Und Pokalspiel hätten wir sogar gewinnen können, aber heute nicht. King Fitzgerald aufpassen. Ja. Persönliches Foul Nummer 4. Pierre-Louis, apropos Nummer 4, 4 ist draußen. Pierre-Louis kriegt eine Power, hat übrigens auch noch kein einziges Foul. Kann man mal kurz anmerken. Rakovic. Oh. Bisschen zu lang. Verschießt. Zweite sitzt. Kimi Pohlmann deutet an, dass sie frei steht. Kommt auf den Ball. Also Kelter jetzt, ich weiß, ich sah mit der zweiten Garde. Aber Thomas und Pierre-Louis und Kalou sitzen draußen. Tudanka und Schüler spielen. Da könnte man jetzt vielleicht ein bisschen Ergebniskosmetik bestreiten. Das wäre ganz nett. Oh, danke. Danke, endlich auch mal die DBL gesehen. Sehr schön. Pass to the S oder to the back, was auch immer. Gegenspieler angespielt, den Ball geschnappt und selber reingemacht. Ariel Hörn, das hätte eigentlich 30 Punkte verdient. dann wäre mal vorne. Ja. King Fitzgerald hat den nächsten Rebound. Schön, langer Pass. Jetzt geht's nicht schnell genug. Also ein langsamer Aufbau.
Ist noch genug Zeit auf der Uhr. Es ist immerhin ja. Die Starting Five der Royals, die gegen die 2-5 von Keltern spielen. Da ist jetzt, glaube ich, nur Markovic als Starterin im Feld. Es gibt jetzt ein unsportliches Foul gegen Rakovic. Geht auch direkt raus. Für sie kommt Mante Kvedaviciute. Also zwei Schuss für Ariel Hörn und anschließend Ballbesitz. So, es gibt eine Auszeit. Ja, klar. Glaube ich, die erste Auszeit in der zweiten Halbzeit. Ja. Das muss ihnen dann doch gestattet sein, sei auch wenn es theoretisch überflüssig ist. Ich denke nur an meine Sprechzeit. So, wir haben jetzt 17:21 laut dem Rechner. Du musst um 17:30 das Haus fluchtartig verlassen. Fluchtartig. Ich muss zum Heilberg. Ich weiß gar nicht wie. Ach, das schafft man doch in Windeseile. Du fährst doch dann irgendwie gehängter Senker. Mit meinem Dacia. Das geht gar nicht. Du musst halt gucken, dass du immer nur bei euch abfährst. Gerade im Heilberg fährt man immer nur bergab. Muss ja erstmal hoch. So. Ach Quatsch, das ist Käse. Ich komme gar nicht mehr zu, 1000 Leute zu grüßen. Tu es jetzt. Ja, ich überlege gerade, wen muss ich jetzt noch grüßen? Also normalerweise, wenn jetzt kein Foto geschehen, hätte ich wieder erzählt, dass ich im Trikot von Stina Barnard kommentiere, weil die auch in diesem Spiel wie gegen Wasserburg auch bei beiden schon gespielt hat. Ja, 23 Minuten, ein Kinderspiel. Ich grüße Stina Barnard, wenn sie zuhört. In zwei Wochen spielen wir gegen Chemnitz, dann kann ich mein Gina Groß-Trikot auspacken und danach gegen Herne, dann kann ich mein Kitty Müller-Trikot auspacken. Ja. Dann habe ich immer noch die Spielerinnen, die bei beiden Teams mitgespielt haben. Ich grüße selbstverständlich Gina Groß, den Insider, den kennst du noch gar nicht. Nein, den kenne ich nicht, weil die sitzt da vorne, muss nur mal winken. Ja, wenn sie jetzt nicht gerade die Hände, den Kopf zwischen. Ja, das ist so Holgers und mein Running Gag gewesen. Na also dann. Was heißt Running Gag? Also mein Fable für Gina Groß. Ja, ja, ich habe es gesehen. Dann grüße ich Joanna Meyer, wenn wir schon dabei sind. Bei den Fables. Ja. Tolle ist, Gina Groß wäre größentechnisch genau das Richtige für mich. Tja. Was war das denn jetzt? Tja. Solange es nicht online erzählt, ist es in Ordnung. Also ein Punkt aber aufgeholt. Es sind nur noch 26 und nach. Ja, und dass der Move angekommen ist. Und der Move von ihr. An Grün vorbei zu Ariel Hörn, die den LEU probiert, aber leider nicht. Aber die machen es auch nicht besser. So, jetzt Rodriguez. Und der nächste LEU. Aus der Mitteldistanz und der sitzt. Sollte LEU werden, ist da direkt reingegangen. Whatever. 50-74, so, das noch 24. Wird noch, das, jetzt sind wir schon ran, würde ich sagen. Keltern ist jetzt eingeschlafen, kann den Schalter nicht mehr umlegen. Ich rechne die Verlängerung. Federviciute auf Tudanka, die fehlt immer noch mit den Punkten. Die hat noch keine. Mach was, Mädel. So, wieder und jetzt wieder schnell. Ich sag einfach, Mante ist kürzer. So. Ja, auf Rodriguez, die... Jawohl, für zwei. Aber das ist schön, dass sie sich nochmal aufbäumen. Ja. Dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken. Nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja. Pudlakova. Oh, zieht er aber auch gegen ganz Salui und erwischt das Foul. Zweites Foul Nummer 44. Kimi Pohlmann. Das war meine Nachricht dieser Saison, dass sie wieder da ist. Ja. So, Jasmine Thomas kommt zurück. Erstmal immer Stach für Tudanka, aber Thomas will dann für Pudlakova kommen. Warum gab es ja jetzt Freiwürfe? War die im Hof? Haben sie das verpasst? Egal. Erster sitzt. Ja, ich glaube, sie war in der Wurfbewegung. Druck auf den nächsten Korb. Beide sicher drin. Damit kann der Wechsel jetzt auch erfolgen. Ich würde ja gerne Frau Diaz-Brito noch ein wenig sehen. Au, da kommen wieder die langen Einwürfe. Freuen wir uns schon. Na, ja, nicht ganz so lang. Es musste jetzt einer kommen, sonst hätte es wieder zu lange gedauert. Ja. Für drei. Nani Berger auch eine flache Wurfkurve. Rebound landet bei Jasmine. Was macht die denn wieder hier, Thomas? Markovic. Setzen auf. Marta Tudanka ist gar nicht im Spiel. So macht die keine Punkte. Rebound angelt sich Nani Berger. Das ist auch was Positives heute vorzuheben. Gute Rebound-Quote.
Am eigenen Korb. Reiher für Ariel Hörn. Ein bisschen zu lang. Riemann am Ende bei Quedavetsjude. Straf. So, Markovic frei für drei. Swish. Nein. Zu kurz. Und Rebound da, wo hingehört, nämlich in den gelben Händen. So, jetzt Tempo rausnehmen, Aufbau, Anspielstation schwierig. Geht selbst. Ah, schade, das Foul gegen Thomas, aber der Wurf ein bisschen zu tief, kommt nicht rein. Dann gibt es eben zwei Schuss für Ariel Hörn. Jetzt fing er an zu trommeln, I go crazy. I give crazy, wird der Saarländer sagen. Ne? Denkt an, dass das Ding leer machen muss. Ohne Probleme. Ein Trinkspiel für jeden Wurf. Sauber. 25. Das ist noch zu packen. Pierre-Louis ist ja auch schon wieder im Spiel. Also wenn ich jetzt in 3 Minuten fahre und wir gewinnen das noch, dann lade ich dich zum Essen ein. Das ist sehr aufmerksam von dir. Da dreht sich einer weit aus dem Fenster hier. Ich werde ein fürstliches Essen beantragen. Außerdem, wenn du dann irgendwann im Konzert bist und mal kurz nach abcheckst und siehst, dass der Löwe gewonnen hat, dann beißt du dir eh erstmal in den Hintern, wie auch immer du das hinkriegst. Immer stark für 3. Also immer starr ist es definitiv zweistellig. Die müssen jetzt Minimum 11 haben. Sehr schön. Schöne Antwort. Verteidigt und trotzdem der Korbleger drin. Jetzt steigert sich auch das Tempo wieder irgendwie ein bisschen. Ja. 6 Minuten noch. Vielleicht will Kälte doch mal die 100 voll machen. Dann müssen sie ein bisschen anstrengen, aber das will ich nicht hoffen. Hilfe, Angst. Gary legt nochmal ab auf Lin Schüler für 3. Zu weit. Nee, ein bisschen zu lang. Rebound landet bei Quedavetsjude, aber muss sofort abgeschlossen werden. Da gibt's nichts. Das war kein Foul und nix, also Ball für die Royals. Jo. Aber den musste er immer starr im Prinzip eh versuchen, am Court zu bringen, weil es war ja keine Ringberührung und damit kein Rebound. Damit gehen die Schießuhr nach unten. Also, ich glaube, größtes noch zu erreichen, das Ziel wäre, unter die 20 zu kommen, aber auch das ist sehr, sehr... Das halte ich unwahrscheinlich. Ah, da gibt es das Foul gegen immer starr. Und 2 Freiwürfe. 2 Schuss für King Fitzgerald, die sich jetzt bei der Aktion auch ein bisschen Aua gemacht hat. Lob und Anerkennung. Die Namen ist im Kommentar. Nummer 1. Ich dachte schon extrem souverän. Ja. Mit Ring und Brett und allem drum und dran, aber er geht leider doch nicht rein. Das macht natürlich die erwartete Aufregung jetzt nicht einfacher. Der 2 besitzt. Aber ich glaube, 24. mich so weit aus dem Fenster lehnen zu können, um zu sagen, dass das nicht der entscheidende Punkt am Ende sein wird. Wenn wir mit minus 1 verlieren am Ende, dann war's das. Ja. Dann gebe ich dir ein 4 aus. Lin Schüler findet immer stark für 14. Vierter. Ja, mindestens 14 Punkte. Das ist, glaube ich, ihr 4. Dreier. Eine Demonstration des deutschen Meisters. Ja. Einzig, dass Marta Tudanka noch ohne Punkt da steht, das trübt das Bild ein wenig. Kimi Pohrmann aus der Ecke, jawohl! Dankeschön, haben wir die auch noch. Die 60. Oh ja, wir haben 60. Ja, ich glaube, unter die 20 zu kommen ist nicht unmöglich. Also. Es wäre noch einfacher, wenn ja mal Pierre-Louis und Thomas wieder rausnehmen würde. Alter, muss ja Tudanka noch reinbringen. Aber schau mal an. Ball gewinnen. Schau mal an. Sichere Punkte. Nee, ja, leider oder auch nicht. Sollte ein Alley-Oop werden. Immer Stach passt Mann, auf. Mann. Du, jetzt geht's auch nochmal ran. Oh. So. Ja, sie muss ja auch irgendwo stehen. Da braucht man... Ja, und der nächste Run-and-Gun-Pass. Das sollte mal Touchdown werden. Ja. Gut. An dieser Stelle, lieber Alex. Ja. Und liebe Zuschauerinnen und nicht Zuschauer. Andi Illenberger, auch unser Co-Kommentator, verlässt jetzt das Gebäude. Elvis hat das Gebäude verlassen. Aber es ist nicht aus Trotz. Nein, er sagt ja jetzt schon, in 2 Wochen ist er wieder da. Ja, in 2 Wochen werde ich dabei sein. Ausgezeichnet. Und zwar über die volle Distanz. Sehr wobei gut. Es mir sehr schwer fällt, jetzt zu gehen. Dankesbriefe bitte an Hashtag wurde aber auch Zeit. So,
Na, den Spielzug schaue ich mir noch an. Das hat sich gelohnt. Das hat sich jetzt nochmal gelohnt. Jetzt, ausgezeichnet. Jetzt reicht's mir aber dann auch. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns in zwei Wochen. Wiedersehen. Drück mich nicht auch noch raus. Dankeschön. Hast mich jetzt auch rausgedrückt. Würdest du mich bitte wieder reindrücken? Ja, jetzt bin ich, glaube ich, wieder drin. Toller Trick. Ja, ich bin wieder zu hören. Jetzt höre ich dich und wenn ich jetzt auf die 2 drücke, höre ich nur noch mich. Also jetzt müsstest du aus sein. Das ist schön. Ich bin hoffentlich drin. Ich höre mich. Ich höre mich jetzt nicht mehr. Komisch. Ich lasse einfach beide an. Lass einfach beide an. Tor. So. Hauptsache, lässt unsere Kammerfrau noch hier. Christina Gerskin für 2. Jawoll. Damit würde jetzt nur noch Graziella Diaz-Kilo fehlen. 62-84. Wir sind optimistisch. 120 ist ein gefühlter Sieg. Viel Spaß. In der Zwischenzeit trifft Mante Kvetaviciute wieder. Eckerle bereitet sich vor. 3,5 Minuten, 62-86. Also die 90 werden wir nicht vermeiden können, die 100 hoffentlich schon. Ariel Hörn hat ein bisschen Pech mit dem Dreier. Der Rebound landet bei Kvetaviciute. Schön aufgepasst. Den kriegen wir auch nicht immer. Oh, schöner Pass. Schönes Anspiel von Emma Stach auf den Schüler. Aber Ariel Hörn klärt zur Ecke. So, Helena Eckerle für Angela Rodriguez. Und das sieht nach der nächsten Auszeit aus. So, haben wir noch irgendwas? Wen könnte ich denn jetzt noch grüßen? Jetzt, wo ich wieder alleine bin und es eh eine Auszeit ist, das Spiel schon fast entschieden scheint. Herle und Braunschweig haben ja gestern schon gespielt. Dann grüße ich mal den Thomas, der guckt bestimmt zu, und den Dieter und Iman und den Michael und die anderen Kollegen noch, Bekannte aus Herne und aus, warum würden die hier zugucken? Na ja, gut, falls einer zuguckt. Genauso grüße ich in Gedanken die Kollegen aus Marburg, die aber wahrscheinlich alle jetzt bei ihrem eigenen Spiel verweilen. Hat wieder getroffen, nichts Neues. Ah, das sollte mal ein Pass auf Hamilton werden, aber da stand Kimmerle Pelloui davor und fängt die Kugel natürlich ab. Emma Stach aus der Ecke, der Dreier ist nicht drin, der Rebound ist bei Bree. Nächster langer Pass auf Christina Geski, die kann ihn sogar tatsächlich noch fangen und kontrollieren und hält ihn im Spiel. Habe ich fast nicht damit gerechnet. So, jetzt geht es auch den Schrittfehler, das waren auch ein paar Schritte zu viel. Ach Leute, was ist denn los? Habe ich hier meinen Finger kaputt? So, dann grüße ich nicht, dann wünsche ich mal dem Jan gute Besserung. Hier geht's nicht gut, habe ich gerade gehört. Hört wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich zu, hat andere Sorgen, aber trotzdem, nicht schön. Pierre-Louis dreht sich wieder durch ganz Saloy und am Ende macht es halt wieder 2 Punkte. Ich hab ernsthaft ein bisschen Angst vor der Statistik von Kimmerle Pierre-Louis. Eieieiei, also die allein schießt uns wirklich heute ab. Überragend. So, jetzt hat Helen Eckerle den Ball leider gefangen und Fuß auf der Linie gehabt. Serafina Asamakofo kommt für Ariel Hörn. Und Marta Dudanga kriegt keine Chance mehr, Punkte zu machen. Putlakova und Markovic
für Stach und Pierre-Louis. Aber immerhin, zur großen Freude einiger, mindestens von mir, scheint den Schüler tatsächlich das Viertel komplett durchzuspielen. Persönlich anmerken, das wäre auch noch schöner, wenn nicht. Und da hat sie ein bisschen Pech beim Dreier. Mein Aufruf, lasst ihn öfter spielen. Auch wenn das Spiel noch nicht entschieden ist. Dann bricht nicht alles zusammen. Das Mann kann ja Basketball spielen. So, Helmut Kudo nimmt mit 3 ein bisschen daneben und Rebound bei Quedaviciude. Ja. Putlakova tankt sich durch. Der Wurf ein bisschen zu kurz. Rebound bei Tulonen. Und jetzt, ja, dann sollte die Finger weglassen. Unnötiges Foul. Und vor allen Dingen ist das das 5. Teamfoul und damit 2 Schuss jetzt für Helmut Tulonen. Drittes Foul für Putlakova, noch kein Problem. Also Foul-Trouble. Rakovic hat 4 Fouls und bei Saloy ist es King Fitzgerald mit deren 4. Rakovic ist draußen, King Fitzgerald ist natürlich am Feld. So, der erste ist zu lang. Und der zweite sitzt. 63 zu 90, 1 Minute 6 noch zu spielen. 90 haben wir nicht vermeiden können, 100 werden wir normalerweise nicht mehr kassieren. Markovic fängt den Ball im zweiten Stock. So, Thomas hat wieder so ein bisschen nach hinten, hat sie einen Dreier oder einen Schritt nach vorne, hat sie einen normalen Wurf. Rebound bleibt aber bei, oh ja, jetzt kann Helmut Tulonen Manu Kvedovic den Ball abnehmen und Renata Putakor macht, tut es ja ähnlich, klaut den Ball wieder zurück. Die letzte halbe Minute ist angebrochen. Ja, Kvedovic zeigt an, wo sie Marina Markovic gerne hätte. Die rennt in die Lücke, fängt den Ball, aber trifft nicht. Ja, der nächste Passversuch auf Serafina, also Kofor wird abgefangen von den aufmerksamen Gästen. Ja, also ich lege mich ja fest, dass wenn wir nicht mehr gewinnen, nicht mehr drehen können, ein hochverdienter Sieg von einer komplett überlegenen Mannschaft des deutschen Meisters. Nochmal ein Dreier zum Abschluss von Mante Quedaviciude. Ja, jetzt läuft die Zeit irgendwie nicht mehr. Okay, alles klar, Spiel ist aus. 63-93, am Ende ist es 30 Punkte geworden. Ja, ist ein bisschen mehr, als wir uns im Vorfeld erhofft, befürchtet, erwartet haben. Also von einem Sieg ist das nicht unbedingt ausgegangen. Die wichtigen Spiele, die kommen später. Nächste Woche noch nicht. In Marburg ist auch ein Bonusspiel, aber danach geht es dann los. Dann kommen halt die Gegner, gegen die man die Punkte sammeln muss, die man noch brauchen zum Klassenerhalt. Wir verbleiben vorerst auf dem unglücklichen letzten Tabellenplatz. Verabschieden uns. Wir hören uns wieder in 2 Wochen dann wieder zu zweit. Hurra, hurra, hurra. Gegen die Chemcats Chemnitz. Und hoffen aufs Beste. Wir sehen uns. Tschö, schlaf gut.